neuen Folge von Jugendstil. Ich bin auf dem Weg zu meinen nächsten Talkgästen und in der Zeit schaut ihr euch doch mal an, was ich diesmal alles so für euch dabei habe. Wir treffen die drei Jungs von der Band Rockfish. Außerdem zeigt uns die Tanzcrew Perplex Moves ihre Tanzstile. Und wir sind bei der Mini-Offensive von Ratio Farm Ulm dabei. Ich kann die Musik von meinen nächsten Talkgästen schon hören und um Musik geht's auch in dem nächsten Beitrag, denn ich habe junge Musiker getroffen, nämlich Rockfish. Und jung, da ist wirklich die Betonung diesmal drauf. Ich bin Joni. Ich bin Niki. Und wir sind Rockfish. Die Jungs von Rockfish sind zurück. Mit einer neuen Platte im Gepäck soll den Fans jetzt wieder eingeheizt werden. Und es gibt dabei auch eine kleine Veränderung zur letzten CD, denn die drei singen jetzt auf Deutsch. Also wir wollen jetzt so mehr in die Richtung Deutsch gehen, weil wir eben finden, es gibt so wenige deutsche Bands in unserem Alter oder halt auch so Jugendliche und sowas, die denken halt immer so, ja, Englisch, das ist das Ding, aber es gibt halt so wenig Deutsche und wir wollen halt dann eher so in die Richtung Deutsch machen, weil es uns eben auch leichter fällt. Das neue Album heißt Going to Get Bigger. Der Titel wurde dabei ganz bewusst ausgewählt, ebenso wie das Albumcover. Also Going to Get Bigger heißt, dass wir jetzt gerade so in der Pubertät sind und halt immer größer werden. Sieht man da auch, wir haben ja da die Anzüge an. Und da sieht man halt, wir sind zwar noch nicht ausgewachsen, aber wir haben halt schon so ein Stück weit so die Anzüge an, so wie Erwachsene so. Also dass wir gerade so beim Geschäftsweg. Auf dem Geschäftsweg. Ja, dass wir gerade so größer werden. Wer die drei live sehen will, kommt am 28. April zum Greenhorn Festival ins Abdera in Biberach. Dort treten Rockfish mit anderen Bands auf. Ich habe jetzt die Jungs von Perplex Moves hier stehen. Euch gibt's ja noch nicht so lange als Tanzcrew. Wie jetzt seid ihr denn drauf gekommen, sowas zu machen? Also wir haben erst in einer Tanzschule getanzt, also ich und mein Kollege Simon. Und irgendwann hatten wir das Gefühl, was selber auf die Beine aufzustellen. Und dann haben wir halt, hab ich, Simon und die halt beschlossen, was Eigenes aufzubauen. Und ja, so sind wir dann im Dezember, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben halt mal darüber gesprochen, wie es ist, einfach mal was zu gründen. Und ja, so ist das alles dann zustande gekommen. Und was macht ihr alles so für Stile? Also ihr macht ja alle völlig verschiedene Tanzarten, oder? Also wir sind alle eigentlich für alles offen. Also, hauptsächlich machen wir New Styles, Hip-Hop und Jerk. Zum Beispiel er hier, er macht New Styles, also normal Hip-Hop. Und er hier auch, Tapping, Popping, Locking auch. Und ich mache eigentlich hauptsächlich Seawalk und Jerk. Und wie man hinten sieht, die machen dann Breakdance und Shuffle. Und ja, wir sind eigentlich für alles da. Wir machen eigentlich alles. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie du zum Tanzen gekommen bist? Ihr seid ja alle noch recht jung. Ja, also das war damals so, vor 6 Jahren. Ganz zufällig, mein Bruder war in der Tanzschule. Habe ich mir mal überlegt, so ja, gehe ich auch mal hin, probiere das aus, wie das ist. Und dann habe ich angefangen, erste Stunde Tanzunterricht, Hip-Hop. Und dann ging es immer weiter und weiter. Ja, und so war ich dann in der Tanzschule, ja, auf Meisterschaften waren wir dann noch.
Ist das so eine Sache, dass man sagt, man tanzt auch nach der Musikrichtung, die einem persönlich auch am besten irgendwie gefällt? Ja, also wir machen ja verschiedene Styles und ich und Simon machen Choreografien und wir reden halt immer davon mit den anderen, welche Musik wir dazu nehmen, weil es uns auch sehr wichtig ist, dass wir alle mit integrieren und nicht jeder für sich selbst Entscheidungen trifft. Ja. Und wie ist es bei dir jetzt so? Was ist so persönlich deine Lieblingsmusikrichtung? Also meine persönliche Musikrichtung ist eigentlich Hip-Hop und R&B, also manchmal auch House. Aber jetzt zum Tanzen eher Hip-Hop, weil das gibt mir das Gefühl, so bewegen zu müssen. Und ich möchte natürlich auch gleich noch eure anderen zwei Kollegen kennenlernen, weil die sind ja jetzt recht neu in der Crew. Aber an dieser Stelle kommt jetzt erstmal Pelzers Minute. Das Internet ist voller wirrer Trends. Ob Planking, Horsemanning oder Frogging, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich teste heute, wie Ulm drauf ist. Pant, Jizzing, Bowling. Flanken? Nee. Ich mag Risikofahren, ich hab nur mein Eis weggekriegt. Das war übrigens ich. Ja. Soll ich's wieder gut machen? Ich kauf dir ein neues Eis. Planking. Frogging. Helming zum Beispiel. Helming. Baby Tom, Baby Logo, Giddy Moss, Jump, Summer Beast. Was ist das neue Planking? Horsemanning. Horsemanning. Planking. Horsemanning. Owling. Angelina Legging. I'm sexy and I know it. Angelina Legging. Kein Plan, ob ich heute einen neuen Internet-Trend gesettet habe, aber es hat Spaß gemacht. Jungs, ich sehe schon, ihr seid in eurem Element, das Tanzen. Ihr seid jetzt recht neu in der Tanzcrew mit dabei. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir möchten da mitmachen? Also ich habe ja schon von Anfang an für David und so, also die Gründer, habe ich schon die Logos entworfen, habe ein bisschen Beats gemacht für die. Und ich tanze noch nicht so lang, erst seit ein paar Monate und habe ich auch zu denen gesagt, lass doch eine größere Gruppe bilden, wo verschiedene Tanzstile dabei sind. Und dann habe ich den noch im Internet gefunden und habe gesagt, komm, lass es uns versuchen. Und ja, dann waren wir eine größere Gruppe. Und du machst eher so Breakdance die Richtung? Ja, genau. Aber wenn ihr wollt, gehen wir mal zu den anderen rüber, die sind gerade im Tanzraum. Und dann zeige ich euch einfach mal kurz was. Klar, machen wir. Ihr zwei habt ja jetzt euch, also du hast dich ja erst vor 7 Monaten oder so dazu entschieden, dass du mitmachst. Ich meine, kommt man da dann trotzdem recht schnell rein in die ganze Tanzszene? Ja, wenn man motiviert ist und man fleißig übt dann schon. Also ja, dann lernt man es einfach schnell und man schaut sich immer mehr Tanzvideos zum Beispiel an. Dann kopiert man sozusagen die Moves von den anderen und dann lernt man noch so viel mehr und ja, dann macht es auch viel mehr Spaß. Ja. Und bei dir, wo sollst du eigentlich mal hingehen mit dem Tanzen? Also Traum ist natürlich, Tänzer zu werden, professionell. Ich mache das nämlich schon seit 10 Jahren. Ich habe nichts anderes gelernt großartig und ich liebe es einfach, ich lebe fürs Tanzen. Wenn ich professioneller Tänzer wäre, das wäre schon ein echter Traum. Und Tanzen ist ja auch ganz schön anstrengend, das ist ja schon fast wie Sport, da braucht man gar keinen anderen Sport mehr, oder? Also Breakdance an sich ist ja ein Extremsport und nein, braucht man wirklich nicht. Und wir haben jetzt auch noch einen kleinen Sportbeitrag in der Sendung. Wir haben nämlich den Isaiah Swan von Ratiofarm Ulm getroffen und waren mit ihm mal ein bisschen auf dem Platz und haben ein paar Körbe geworfen. Sportstunde der 3. und 4. Klasse in Thalfing. Basketball soll heute auf dem Programm stehen. Aber Moment mal, den Herrn hier kennen wir doch. Isaiah Swan, Spieler bei Ratiofarm Ulm, hat sich unter die Kids gemischt. Das Ganze ist Teil der Mini-Offensive von Ratiofarm. Die Kinder spielen gut, es hat Spaß gemacht. Nein, wirklich, ich hatte richtig Spaß, denn ich mag Kinder sehr gerne. Heute stehen vor allem Geschicklichkeitsübungen auf dem Programm, aber natürlich wollen die Kids auch Würfe sehen, vor allem Distanzwürfe, für die ist Isaiah ja schließlich bekannt. Also mir gefällt es sehr gut, mit Isaiah zusammen hier Basketball zu spielen.
Mir macht auch richtig Spaß, auch die Spiele und Basketball, es macht richtig Spaß. Und von dem Basketballprofi können die Kids so einiges lernen, auch in puncto Disziplin. Ich habe mit 4 Jahren angefangen zu spielen, aber erst mit 8 so richtig ernsthaft. Basketball war also immer schon mein Ding, seit ich klein bin. Aber ich habe immer an mir gearbeitet. Auch wenn es draußen geschneit hat, war ich auf dem Platz und habe geübt. Das ist meine Leidenschaft. Ich liebe dieses Spiel. I love the game. 1,5 Stunden haben die Schüler Zeit für das Training. Dann heißt es wieder stillsitzen und ruhig sein im Unterricht. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich möchte die Jungs auch nicht zu sehr vom Training abhalten. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Und schaut doch einfach mal bei uns im Internet vorbei. Also, ciao, macht's gut, bis bald. Come get what I live through a fifth and deuce, bruise, broken with new loose. I live a twisted view and unassisted moves.